Kanal. Ich bin wieder zurück von unserem Glow-Wochenende und ich bin immer noch total, total aufgeregt und irgendwie noch total auch müde irgendwo, weil es war super anstrengend. Und ich werde auf jeden Fall heute die Afterglow-Woche einläuten. Das heißt, ich habe mich entschieden, von Montag bis Freitag euch nochmal Videos hochzuladen. Heute beginnen wir mit der Glowback. Also wir haben ja diese Glowback bekommen. Da würde ich euch einfach gerne zeigen, was da drin ist, ob sich das gelohnt hat, ja. Und dann morgen, ich werde euch, seht ihr denn das Zeug da hinten? Das sind alle Sachen, die ich sowohl geschenkt bekommen habe, auch so Tombolas gewonnen habe und natürlich auch gekauft habe. Yes, ich habe auch Geld dort ausgegeben. Und nein, man bekommt als YouTuber oder Videomacher nicht immer alles geschenkt. Bevor man so weit ist, muss man erstmal ganz, ganz, ganz viel Geld in den Kanal stecken. Und das tue ich natürlich gerne, weil das mache ich natürlich sowieso viel zu oft. A lot, a lot. Und auf jeden Fall zeige ich euch heute ganz, ganz super, super gerne, was ich in meiner Glowbag, und zwar habe ich euch auf dem Thumbnail die leer gezeigt. Leute, die war so schwer, dass ich die in der Garderobe abgegeben habe, weil die war wirklich rammelvoll. Und wenn ihr wissen möchtet, was da in dieser Dortmund-Bag drin war sozusagen, dann einfach dranbleiben und schön abonnieren meinen Kanal und den Daumen nach oben. Es wird auch in dem nächsten Video für euch, am Dienstag wird es auch eine Verlosung geben. Also es lohnt sich, Abonnent meines Kanals zu sein. Ich habe viele, viele Sachen, sag ich mal, ergaunert, die ich auch an euch verlosen möchte. Es wird zwei Gewinner geben. Ich suche die natürlich wieder privat und selbstständig aus, nach dem, was ich lese und so. Wie gesagt, es lohnt sich dann morgen auf jeden Fall mal ein Video einzuschalten und ich würde mal sagen, nicht schnacken, Glowback so, beginnen auspacken. möchte ich. Also ich habe jetzt keine Order oder so, hier ist einfach ein Riesenhaufen an Sachen. Das ist eine Zeitschrift und zwar die Glowback Bravo Girl Zeitung. Die wird definitiv an eine von euch gehen, weil ich lese keine Bravo Girl, aber ich denke, da sind draußen bestimmt ganz süße junge Mädels, die sich freuen würden, eine Zeitschrift zu lesen. Ich habe die früher als Teenager unnormal gerne gelesen. Auf jeden Fall, die war da. Das ist, glaube ich, auch so ein Sponsorship irgendwie. Dann habe ich noch mal eine andere Zeitschrift, die vom April 2018 ist. Die werde ich behalten und durchlesen, weil ich tatsächlich total gerne die Joy lese. Also ich lese eigentlich in regelmäßigen Abständen die Joy, Jolie. Und ich muss sagen, da gefallen mir die Tipps und Make-up-Trends immer ganz cool. Da gibt es auch zum Beispiel immer so ganz tolle Duft-Samples zum Beispiel. Also die werde ich behalten. Die werde ich tatsächlich mir mal in der Nachtschicht oder im Tagschicht reinziehen. Weil ich habe jetzt bis Donnerstag Urlaub sozusagen. Am Donnerstag starte ich dann wieder in meine Tagschicht. Und ich denke, das ist auf jeden Fall richtig cool. Dann gab es eine Weltneuheit auf der Glow. Und zwar, ich habe mir das angeguckt, gibt es diesen Intuition, Wilkinson Sword Intuition Fab. Und zwar, wie ihr hier auf dem Bild seht, dieser Rasierer geht in beide Richtungen. Das heißt, ihr könnt praktisch so praktisch rasieren, seid schneller fertig und es ist unnormal schnell einfach passiert. Eure Beine sind halt super rasiert, der Damenbart auch. Und auf jeden Fall, da gab es dann auch noch eine Halterung dazu. Das ist allerdings von Gillette, aber ich denke eigentlich, das könnte eigentlich schon sehr gut hinpassen. Das werde ich mir auf jeden Fall ins Bad reintun. Ist natürlich sehr schlau von Gillette und von Wilkinson praktisch was einzupacken, weil das Teure ist ja an diesen Sachen eigentlich nicht der Rasierer, sondern die Rasierklingen. Also ich finde, ich habe so ein Ding gar nicht, weil ich eigentlich so ein bisschen, ich benutze mal Einweg und die benutze ich auch nicht Einweg, sondern Mehrweg. Also ich benutze die bestimmt eine Woche und dann schmeiße ich sie erst weg. Also das werde ich auf jeden Fall austesten. Und die Glowback war echt so voll, Leute. Da war sogar Essen drin. Das hat mir dann echt den Tag gerettet. Hammer. Dann haben wir von der Marke Patisserie The Bane Cranberry and Cream Handcreme. Die fand ich total geil und ich muss mal reden, ich habe noch gar nichts davon angepackt. Ich bin nach Hause gekommen gestern, also ich drehe aktuell ja wirklich jeden Tag für euch. Boah, die riecht richtig geil.
Leider Gottes, ihr Süßen, habe ich keine Information darüber, ob das irgendwie ein Online-Shop ist oder so. Auf jeden Fall sieht die total. Das ist eine richtige schöne Retro-Handcreme. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Ich werde die einfach mal testen und dann schauen wir einfach. Das wird auf jeden Fall in eure Goodie-Bag reinkommen, weil ich halt keine Badewanne habe. Und zwar ist das dieses von bei TT Sepp eine Granatapfel-Kakaobutter-Badeessenz sozusagen. Da kann man Duftprobe. Riecht sehr, sehr fruchtig, eher mehr nach Granatapfel wie nach Kakao. Aber das ist richtig, richtig geil. Also ich mag das halt unnormal gerne, aber wenn ich sowas kaufe, dann wirklich nur als Fußbad, weil ich selber halt keine Badewanne habe. Aber das geht auf jeden Fall an euch. Dann habe ich noch zwei Sachen, die beide an euch kommen. Und zwar, Essence hat ja einige Sachen aussortiert. Die haben ja auch ein neues Sortiments-Update. Und auf jeden Fall geht an euch die Deluxe Glow und Highlighter Palette. Die sieht folgendermaßen aus. Also ihr habt so ein bisschen was Dunkleres, was Helleres und sowas Goldiges. Ich habe so viele Highlighter, Leute. Diese geht auf jeden Fall an euch. Ich habe, die riechen auch unnormal gut. Hier riecht es auch total nach Cranberry jetzt wegen der Handcreme. Und die zum Beispiel ist wunderschön. Also sie hat mir super gefallen. Ich hatte die auch irgendwo mal, aber ich habe die an jemanden verschenkt, weil ich habe einfach ganz andere Highlighter. Ich benutze halt qualitativ doch was anderes, weil ich zum Beispiel einen Bäcker-Highlighter habe und da werde ich in 100.000 Jahren keinen Hit the Pan haben. Ich benutze auch gern von Love Cosmetics zum Beispiel aus diesem Trio zum Beispiel einen Highlighter. Aber das wird definitiv an euch gehen. Und was auch noch an euch geht, weil ich halt solche Duochromes gar nicht mag, weil ich habe jetzt solche von Colourpop zum Metallischen drauf. Also das ist jetzt zum Beispiel so das einzige Trend, was ich mag. Und zwar geht noch an euch die The Moon Palette. Und zwar sind das diese Farben hier. Ich denke mal, das sind so Highlighter. Das ist so ein Lavendelfarbener, ein Peachy. Und dann habt ihr noch so ganz zarte Pastelltöne. Die ist nagelneu, die habe ich auch nicht geswatcht. Die geht auch an euch. Ich werde dann halt so ein bisschen aufsplitten, dass ich halt verschiedene Pakete für euch packe. Dann gab es noch von der Marke Vegans die Coconut Chip Smoke in der Smoky Variante. Ich probiere die jetzt. Weil ich habe. Also, das sind Kokosnussflocken vegan. Ich mag ja eigentlich sowas. Das. Lecker! Die kriegt ihr nicht. Das ist ja interessant. Das sind Kokosnussflocken, die aber so ein bisschen nach Knickknacks schmecken. Kennt ihr Knickknacks? Die sind toll. Ist lecker. Oh, hätte ich die mal früher gefunden. Auf der Glow habt ihr halt viel, viel anstehen müssen. Und ich rate euch, einfach super krass zu frühstücken und einfach den ganzen Tag gar nichts zu essen und abends essen zu gehen. So haben wir es auch gemacht. Die sind super lecker, ein bisschen scharf. Schmecken so ein bisschen nach, so wie wenn da ein Barbecue-Bezug drüber ist, aber lecker. Und dann, was willst du, Popolino? Komm. Da. Moment, zeige euch. Hier, Popolino. Nein. Er will jetzt die Kokosstift. Mein Hund hat jetzt mal gemeint, mein Video pranken zu müssen. Dann habe ich eine Silk Sculpting Eyeshadow Palette von e.l.f. Die werde ich testen. Ich habe ja e.l.f. Cosmetics mir dort angucken können und muss sagen, Leute, das ist total teuer. Also e.l.f. Cosmetics ist in Amerika wirklich eine Drugstore-Marke, die ihr super billig findet. Da kostet so eine Palette vielleicht 6 Dollar, aber hier wollen die, ich glaube, 10, 12 Euro dafür. No, e.l.f., I can't even handle this. Also ich kann das nicht schaffen, so viel Geld auszugeben. Ich habe das auch geswatcht. Super, also die kann man nichts sagen. Also es ist halt nichts Besonderes, aber das kann ich euch halt nur sagen, weil ich halt irgendwie 60 Paletten habe oder so, ja. Ich werde sie testen, werde schon mal ein Feedback darüber geben. Ich habe auch vor, ein Full Face of First Impression zu machen. Ich habe das mir so gedacht, dass ich einfach die Sachen, die ich hier bekomme oder die ich jetzt noch gekauft habe, einfach in ein Video packe und euch so ein bisschen zeige und teste, weil ich weiß natürlich nicht, wie die sind. Ich mag eigentlich solche Trios gar nicht. Die Verpackung ist sehr schön. Aber e.l.f. Cosmetics, muss ich sagen, da wird auch nochmal ein separates Video kommen. Da werde ich euch ein bisschen vorstellen, was für Marken da waren, auch wie viel Rabatte es dort gegeben hat und wie ich jetzt praktisch auch die Aussteller fahre, wie ich auch diese Präsentation der Produkte fand,
Weil ich habe jetzt auch ein tolles Programm, da kann ich euch auch Bilder einswitchen. Wenn ich irgendwo was finde, wo ich euch was zeigen kann, werde ich es auch auf jeden Fall einfliegen lassen. Auf jeden Fall, ich werde die testen. Sie ist halt sehr Standard, aber we will see. Dann habe ich noch einen Lip Balm von Weleda in der Farbe Red Berry. Und das habe ich gar nicht gewusst, dass Weleda Lip Balms hat. Das werde ich auf jeden Fall testen, weil ich mag Lip Balms unnormal gerne. Ich benutze auch ganz arg viel davon. Ich habe schubladenweise davon. Also das werde ich testen. Dann haben wir die Manhattan Stay Matte in der Farbe. Mal schauen, welche Farbe. Farbe. In Fuchsia Avenue. So. Das wäre die Farbe Fuchsia Avenue. Ich habe tatsächlich fünf davon und das ist die einzige, die ich nicht habe. Ich werde sie testen. Ich mag das eine ganz musige Konsistenz. Ihr habt wirklich ein ganz tolles, musiges Finish, aber es ist sehr matt, aber nicht austrocknend. Die mag ich zum Beispiel unnormal gern. Die kosten so im Rossmann, wenn ihr richtig Glück habt, 30% weniger, seid ihr bei 3 € oder so. Dann natürlich, also der Garnierstand hat mir zum Beispiel super gut gefallen, weil, das werde ich euch dann morgen in dem Video zeigen, gab es einen Reinigungsstand, wo es nur Micellenwasser gab und die Preise waren auch ganz gut. Da hat man halt so 40, 50 Cent gespart pro Packung und die hatten auch eine Neuheit, die jetzt Ende des Monats rauskommt. Das war halt zum Beispiel auch das Schöne an der Glow, ihr konntet Neuheiten und euch angucken, die es jetzt erst Ende des Monats gibt. Das heißt, ihr habt so ein bisschen so eine Vorahnung gehabt, was ihr vielleicht testen könntet über den Monat und nachkaufen praktisch. Dann habe ich hier praktisch das Garnier Micellenwasser. Da stecke ich mir in meine Arbeitstasche, weil Micellenwasser ist immer richtig gut. Dann werde ich mir die auch aufheben. Und zwar ist das eine Colgate Max White in einer Reisegröße. Und das ist ganz geschickt, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mal wieder zur Alida fahre, was ich ja, denke ich mal, nächsten Monat treffen wir uns ja in Köln zum Einkaufen. Und danach, wer weiß. Immer wenn ich unterwegs bin, habe ich immer Zahnpasta dabei, weil ich habe ja euch schon mal erzählt, dass ich so ein Problem habe mit Zahnpastas und ich übergebe mich gerne, wenn die Zahnpastas komisch schmecken, aber die benutze ich tatsächlich. Und zwar ist es die Colgate Max White. Super angenehm, so zum Zähneputzen und auch nicht so einen ekelhaft künstlich penetranten Geschmack. Dann, das bekommt ihr auch. Und zwar ist es die Got2b Glückssträhne. Das ist praktisch so eine Art Haarkreide, wo ihr eure Haare reinmachen könnt. Das seht ihr ja hier. Da könnt ihr zum Beispiel einfach so ein paar Strähnen einfärben. Bei mir bringt es halt nichts. Ich habe halt super dunkles Haar und werde die natürlich nicht blond färben, weil ich habe mich eigentlich entschieden, einfach in der Haarfarbe zu bleiben, weil ich habe so ein dunkles Braun, Schwarzbraun, je nachdem, blau-schwarz, je nachdem, wie es passt. Und das bekommt ihr auf jeden Fall auch. Dann hab ich hier ein schmutziges Haarband. Dann, das werde ich mal testen, weil ich kenne die Marke halt nicht so, weil ich bin nicht so der. Und zwar habe ich hier ein Pinking About You und zwar ein Essie-Nagellack mit kleinen weißen Böbbelchen. Seht ihr das? Essie-Nagellacke sind, soweit ich weiß, ja nicht cruelty-free. Das heißt, ich gucke mir das jetzt mal an, aber bei Nagellack muss ich schauen. Aber es kann auch sein, dass es bei euch in die Verlosung reinkommt, weil ich einfach denke, das muss jetzt nicht sein, weil ich habe halt super kurze Fingernägel, und das ist halt eher unsinnig, die zu lackieren. Also wenn, dann habe ich halt dann Gehnägel, aber die habe ich natürlich jetzt wegen der Arbeit auch nicht. Ansonsten, Männer, das sind eure Box. Und dann habe ich einen Lippenstift, den ich ganz, ganz toll finde. Und zwar ist es ein magnetisch zuschließender von Love Cosmetics in der Farbe Annika Santel. Seht ihr das? Total geil. Und zwar ist das ein wunderschönes Rostbraun. Rostbraun. Und ich finde die so toll. Das ist diese Shine. Super pigmentiert. Also finde ich total schön, die Farbe. Ist ein Rostbraun. Die werde ich testen, weil bei Love Cosmetics habe ich gar keine Lippenprodukte. Ich meine, ich habe schon sehr viele. Aber ich werde definitiv mal schauen, ob sich das lohnt. Weil ich finde die sehr, sehr, sehr gut. Also. Die riechen auch super angenehm. Und die Alida vom Kanal Family for Life verlinke ich euch natürlich gerne unten. Die zum Beispiel hat ganz arg viele davon und die ist sehr begeistert davon. Also ich vertraue ihrem Wort, dann könnten wir das mal testen, ob das auch stimmt. Dann habt ihr halt total viel, zum Beispiel so kleine Banner bekommen, wo ihr dann irgendwie was posten sollt oder könnt und Rabatte dafür bekommt und so. Das ist auch natürlich cool. Dann haben wir von der Marke Alcina einen Reinigungsmousse und das habe ich tatsächlich schon rausgeholt und habe das verwendet bei der Alida.
Und das riecht, Leute. Also richtig, ich kenne Alcina gar nicht, also null. Es ist in Deutschland produziert, das heißt, das ist cruelty-free auf jeden Fall. Also das ist nicht, also ich weiß, dass Alcina auf jeden Fall cruelty-free ist, müsste eigentlich. Auf jeden Fall super geile, ich weiß es nicht. Ich mag solche Verpackungen, die einfach nach gar nichts aussehen. Ich mag das nicht, wenn jedes Mal so overly powering wie bei einem Balea-Duschgel einfach so knallhart voll ist mit irgendwie stark Farbe und Mustern und so. Und das mag ich unnormal gerne. Dann habe ich schon wieder was zum Essen. Und zwar ein Coconut and Chrysalis Share von Bio. Die gibt es bei DM. Das muss natürlich jetzt auch gegessen werden. Leute, ich bin so unhöflich. Und zwar Kokosnuss Physalis. Lecker. Also, das sind solche Powerbars, die ihr euch ab und zu mal kaufen könnt, wenn ihr mal echt null Zeit habt, zieht euch einfach so ein Ding rein, da könnt ihr auf jeden Fall ein paar Stunden noch mal euer Mittagessen überbrücken. Mein Hund nervt mich schon wieder. Hallo. Dann haben wir hier von der Marke Purely, die waren auch ein Aussteller dort, einen 30% Discount-Code, wenn man Glow 30 angibt. Das, ich weiß nicht, ob ihr das benutzen könnt, probiert das mal. Also wie gesagt, ich habe jetzt hier, steht hier nichts, dass es dedicated für mich ist oder so. Also falls ihr von der Marke irgendwas wollt, müsst ihr einfach nur Glow 30 eingeben, dann könnt ihr auf jeden Fall 30% sparen. Dann habe ich einen. Oh. Mein Hund. Hallo. Dann habe ich eine BB. Entschuldigung. Der kommt immer nach dem Essen runter. Dann habe ich eine BB-Lippenpflege in Soft Pink. Ich denke, dass ich euch das ins Paket reinpacken werde, weil ich brauche nicht noch mehr irgendwie. Dann habe ich noch eine, die werde ich meinem Papa schenken. Eine Prepaid-Karte von Kongstar ist das, glaube ich. Genau. Das mit inklusive 10 Euro Guthaben. Ich finde das gar nicht schlecht, wenn man das in der Hand hat, ja. Weil ich muss sagen, das ist ein tolles Angebot, ja. Und da kann man, also da steht auch gleich die Rufnummer drauf und so. Also da, das würde ich einfach mal austesten. Wir sind bald fertig. Dann haben wir die Biore, also da war ein toller Stand. Da waren ganz viele Biore-Produkte. Ich finde sie halt nur etwas teuer, weil ich halt, wie soll ich sagen, also ich finde sie zu teuer, um mir die halt einfach zu kaufen, um nicht zu wissen, wie sie sind. Und das sind auf jeden Fall Aktivkohlestreifen für die Nase, von normale bis fettige Haut. Ich werde sie definitiv benutzen. Ich werde euch dann in dem Get Ready With Me euch sagen, wie sie waren. Das sind so Nose-Chips, die könnt ihr ja sehen, da könnt ihr praktisch dann mit Essen und so entfernen. Ich muss sagen, ich habe mich heute auch super natürlich geschminkt. Eli, der ist ganz furchtbar, der ist ganz verwirrt, seitdem ich wieder zu Hause bin. Auf jeden Fall könnt ihr die auf jeden Fall so über die Nase tun und dann würden die Mitesser so ein bisschen rausgeholt und die Poren gereinigt. Das ist halt auch sehr, sehr wichtig. Dann habe ich einen Flyer von Deichmann, den habe ich mir noch gar nicht mal angeguckt. Da gibt es so die neue Kollektion und so. Auf jeden Fall richtig, richtig süß. Ich gucke meistens bei Deichmann immer persönlich rein. Dann gab es einen Rabattcode, 10% von verschiedenen Marken. Dann, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Viele sagen ja, dass die nächste Glow in Frankfurt ist. Nein, das wird sie nicht sein, weil zur selben Zeit, wie die Glow wohl stattfinden soll, da eine Fitnessmesse und zwar die World Fitness Day ist. Da kommen dann auch Sophia Thiel und sowas. Das seht ihr dann da hinten. Alina Schulte, Imhoff, Julian Zietlow und Pia Mühlenbeck und Simon Martis und wie sie nicht alle, ich kenne da gar nicht. Ah, Sarah Novak und Dominic Harrison kommen auf jeden Fall auch. Deswegen, also ihr könntet da zum Beispiel, da ist so ein Rabattcode, 20%, wenn ihr Glow 20 eingibt, falls ihr auf diesen World Fitness Day möchtet, da könntet ihr zum Beispiel dann praktisch dort euch Karten bestellen. Ich weiß auch nicht, wo die nächste Glow ist. Ich denke mal, die werden auf Social Media auf jeden Fall demnächst auf jeden Fall euch Bescheid sagen. Ich bin sehr gespannt, weil Sam und ich werden auf jeden Fall gehen. Das ist for sure. Dann habe ich hier noch so eine Ebelin-Tüte. Wir sind jetzt auch beim drittletzten Produkt. Und zwar habe ich hier zwei Pinsel. Und Pinsel könnt ihr nie genug haben. Diese ist auch, meines Erachtens ist es ein Rouge-Pinsel. Aber ich werde die benutzen zum Highlighten, weil ich finde, dass sie eine toll abgeflachte Form hat. Seht ihr das? Und einen Foundation Brusher. Den werde ich behalten und den werde ich an euch weitergeben, denn ich arbeite meine Foundation grundsätzlich nicht mit Pinseln ein, weil ich das Gefühl habe oder beziehungsweise
meine zu wissen, dass diese Buffer oft nicht so streaky frei sind. Also ihr müsst dann im Prinzip nur einmal waschen und dann könntet ihr praktisch so Cremeprodukte einarbeiten. Und das geht auf jeden Fall auch an euch. Das vorletzte Produkt, das ist eine Maske, auf die ich mich sehr freue. Das ist die Bio Green Tea Maske für empfindliche Haut und die ist alles mit Grüntee und sowas. Ist auch sehr, sehr gut gegen ölige Haut, ja. Und das freut mich sehr, dass ich die austesten kann und ich werde die definitiv in meinen Bäcker packen. Und dann, Leute, war ich echt geschockt. Schaut mal, wir haben einen NYX Ready Prep Go, ein so eine Art Tester-Bag bekommen dort in dieser Goodie-Bag. Und zwar, seht ihr das? Also ihr habt da praktisch verschiedenste Produkte. Pore-Filler, den Born to Glow, den NYX Control Freak Augenbrauen-Gel, was ich testen werde. Das ist nämlich eine Full-Size. Dann habt ihr die HD Studio Photo Eyeshadow Base. Das ist auch immer gut. Dann habt ihr so eine Art Blotting Powder. Seht ihr das? Dann habt ihr das First Base und Matte Finish. Also das sind alles Produkte, die ich testen werde. Ich habe halt auch bei NYX ein paar Sachen eingekauft. Das werdet ihr dann ja morgen sehen. Populino, was ist? Komm, schon wieder. Komm. Oh, mein Hund hat mich, glaube ich, vermisst. Und auf jeden Fall, ich finde das war jetzt auch gerade zu Weihnachten zum Beispiel eine tolle Idee, wenn ihr praktisch sowas eurer Freundin schenkt oder so, weil viele NYX-Produkte sind ja halt doch etwas teurer. Und wenn ihr praktisch einfach ein Tester-Pack kauft, also Leute, allein das ist um die 15 bis 20 Euro wert, also allein dafür. Also ich habe ein Goldticket gehabt, das hat jetzt 50 Euro gekostet, allein wegen der Goodie-Bag habe ich eigentlich schon das meiste wieder raus gehabt. Und das ist auch schon das Ende von meinem Video. Ich versuchte mich kurz zu halten, das hat mal wieder nicht geklappt. Im morgigen Video werde ich euch zeigen, was ich für euch zur Seite gelegt habe. Ich habe da hinten noch so eine, ich zeige euch das mal, da hinten habe ich so eine kleine Station, wo ich meine ganzen Sachen aufgestellt habe und noch eine Glowbox. Da werde ich jetzt alles praktisch mir so ein bisschen reinsortieren und dann werde ich schauen, was ich halt an euch verlose. Werde das praktisch in zwei, also ich zeige euch insgesamt, was ich verlose und teile es dann einfach in zwei Packages auf. Ihr könnt dann praktisch sehen, welches Paket ihr gerne hättet. Das könnt ihr mir dann einfach praktisch dann unter diesen Kommentar schreiben. Folgt mir auch sehr, sehr gerne auf Instagram, da würde ich auch meine Family gerne etwas erweitern. Und zwar UniqueJenny89. Ich blende euch den Namen hier oben ein. Da folgt mir sehr, sehr gerne auf Instagram, weil ich habe da sehr, sehr wenig Follower, weil ich einfach gerade so in den Flow komme, dass ich so ein bisschen alles verlinke und so mit den passenden Programmen auch arbeite. Und ich hoffe, das Video hat euch super gefallen. Abonniert gerne meinen Kanal, liked dieses Video und freut euch auf den morgigen Shopping Haul, denn der war ganz schlimm. Ich hab euch lieb und bis bald.